Servus, grüßt euch und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir machen weiter. Ich bin relativ guter Dinge. Ich habe richtig Bock, bin ganz ehrlich. Wir haben im letzten Mal aufgehört beim Spiel Nebukadnezar oder Nebuchadnezar oder wie man es auch mal nennen mag. Also englisch-deutsche Variante, ihr wisst Bescheid. Letztes Mal hatte ich es am Ende des Videos erwähnt. Diesmal möchte ich es am Anfang sagen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, oder wenn irgendwas ist, oder ihr sucht einfach nur einen Ort, wo ihr euch treffen könnt, um ein bisschen zu babbeln, schaut auf den Discord vorbei, ist auf meinem Kanal, im Kanalbanner verlinkt. Ihr könnt es auch nochmal hier unter der Videobeschreibung packen. Ja. Ansonsten, wenn ihr das Spiel nicht kennt und das erste Video verpasst habt, da oben verlinke ich euch die ganze Sache nochmal. Und wir werden jetzt wieder in die Kampagne reingehen. Beim letzten Mal haben wir die ersten beiden Kampagnen-Missionen gespielt. Kurz trinken. So. Wie wir schon sehen, zieht sich das von 10.000 vor Christus die erste Kampagne immer weiter nach vorne. Jetzt sind wir schon bei 6.500 bis 3.800 vor Christus. Und da bin ich sehr gespannt, weil wir haben hier angefangen, wie wir sehen, mit einem Dörfchen, ein zweites. Und hier sind jetzt eindeutig andere Dörfer ringsherum. Und das könnte sehr interessant sein. So, und die Ziele sind diesmal wieder ein bisschen höher gesteckt. Also eine Bevölkerungszahl von 1350 und 16 gewöhnliche Häuser. Das bedeutet, wir müssen die nächste Warengruppe erfüllen. Es gibt ja immer verschiedene Warengruppen. Wie gesagt, erstes Video hatte ich euch verlinkt. In der Infobox. Ja, für die, die es noch nicht eingeschaltet haben, also das Spiel baut ein bisschen darauf auf, so wie Caesar, Kleopatra, Kinder des Nils und so weiter. So. Seit jeher bauen diese Leute Getreide in den Flüssen an, ausreichend bewässert, bla bla bla, genau. Okay, einen anderen Zugang zur Bewässerung. Okay, Zeit zum Graben. Ja, das ist cool. Stimmt, da hatten wir auch wieder. Der wollte mir zeigen, wie ich unfruchtbares Land fruchtbar machen kann. In dieser Mission werde ich dir zeigen, wie du mit Bewässerung dort fruchtbaren Boden schaffst, wo es keine natürliche Feuchtigkeit gibt. Wie du sehen kannst, gibt es auf der Karte nur einen geeigneten Ort, an dem du einen Bauernhof bauen kannst. Aber auch dieser Ort bietet nicht genügend natürliche Feuchtigkeit. Das stimmt, Meister, das stimmt. Aber hier sind Fische. Hm. Beginnen wir jedoch mit dem Bau einiger Bauernhöfe. Okay, errichte eine Tierfarm. Okay, das können wir tun. Tierfarm. So. Errichte eine Pflanzenfarm. Jo, machen wir. So, platziere die Bewässerungskanäle im hervorgehobenen Bereich, um fortzufahren. Ist das auch hier? Nee. Industrie. Marktplatz. Nee. Häuser. Logistik. Nee. Infrastruktur wahrscheinlich. Bewässerungskanal. Sehr schön. Ja, dann machen wir das. So. Bewässerungskanäle werden gebaut, aber es gibt kein Wasser in ihnen. Daher musst du Bewässerungspumpen. Daher muss eine Bewässerungspumpe errichtet werden. So, platziere eine Pumpe im hervorgehobenen Bereich. Okay, Europa-Infrastruktur, Pumpe. Da. Animiert. Geil. So. Das Wasser fließt bereits durch die Kanäle, aber wie du siehst, reicht es nicht für das ganze System. Ja, das ist richtig. So, es liegt daran, dass jede Pumpe nur eine begrenzte Leistungskapazität hat und nur eine begrenzte Anzahl von Kanalabschnitten befüllen kann. Für einen längeren Kanal musst du mehrere Pumpen bauen. Ja, noch zwei und dann bauen wir da genau.
So. Oh, herrlich. Ausgezeichnet. Die Bewässerung funktioniert jetzt so, wie wir es brauchen, damit die landwirtschaftlichen Infrastrukturen ausbauen können. So. So eine Lagerstätte errichten. Da. Erstelle einen Weg. Okay, wir können. Steinweg. Schöner. Eigentlich Quatsch, wa? Staubige Straße, aber Steinweg müssen wir wahrscheinlich. Stelle einen Weg. Das würde mich jetzt mal interessieren. Das ist, wenn wir jetzt hier einen Steinweg lang bauen. Gibt es eine schöne Brücke? Was ist, wenn wir eine staubige Straße machen? Gibt es so eine staubige Straßenbrücke? Hm. Dann nehmen wir einen Steinweg. Ist Tutorial. Ist ja einfach. So. Super. Alles ist fertig. Es fehlen nur noch Felder um Weideflächen und Weideflächen. Ja, 36 ist klar. Das Thema kennen wir schon. Oh. 6, 12, 18, 24, 30. Das eine. Das machen wir jetzt auch noch, ist mir egal. 37, so. Und dann natürlich beiden. Schön ist, dass er mir das natürlich auch so ranschreibt. Guck mal, wir haben jetzt hier 12. Und 33. Und auch jetzt 37. So. Ausgezeichnet. Jetzt zeige ich dir etwas fortgeschrittenere Technik beim Einstellen von Lagerstätten. Wie du vielleicht bemerkt hast, ist kein Platz in Nebukadnezar. Ein wertvoller Rohstoff. Achso, wie du vielleicht bemerkt hast, ist Platz in Nebukadnezar ein wertvoller Rohstoff. Vielleicht der wertvollste. Ja, das könnte durchaus sein, wenn ich mir hier die ganzen Klippen und so angucke. Ey, wie wenig Platz hier ist. Aber hier können wir auch noch überfluten. So, also. Ist es nicht der beste Zugang für jede Ware, eine getrennte Lagerstätte zu errichten? Genau. Könnt mal dicht machen, damit wir es sehen. So. Dieses Lager wird als Lagerort dienen, an denen landwirtschaftliche Produkte transportiert werden. Und andere Gebäude werden sie für ihren eigenen Verbrauch aus dem Lager holen. Okay, das ist ja relativ einfach. Um einen reibungslosen Transport gewährleisten, sicherstellen, dass im Lager genug Platz für Weizen und Milch ist. Genau. Für alle Waren der Lagerstelle außer Weizen und Milch deaktivieren. Können wir machen. Weizen. Milch bleibt. Und alles andere geht weg. Okay. Klar. Lagerstätte für Weizen auf 28. Und auf 8. Okay. Gut, und jetzt fragst du dich vielleicht, warum wir die maximale Kapazität in so einem Verhältnis eingestellt haben. Ja, das fragt mich allerdings wirklich, weil Weizen, also Weizen wird natürlich mehr produziert wahrscheinlich, aber. Ah, der Grund hierfür ist einfach. Milch wird das ganze Jahr gleichmäßig produziert, während Weizen nur in einigen Monaten des Jahres geerntet wird. Dies bedeutet, dass wir mehr Platz für Weizen benötigen, um die gesamte Produktion in kurzer Zeit abwickeln zu können. Okay. In den zukünftigen Missionen brauchst du keine Angst davor zu haben, mit verschiedenen Lagereinstellungen zu experimentieren. Es wird notwendig sein. Oh ja. Okay. Und eine letzte Sache, die ich dir noch zeigen wollte, ist die Infoebene. Okay. Machen wir das mal kurz hier ein Bit weg. Die Infoebene ist sehr wichtiges Tool, das dir bei der Suche nach Problemen in der Stadt sehr helfen kann. Sie kann entweder über den Warentasten im oberen Bereich oder über eine Tastenkombination standardmäßig mit den Tasten 1 bis 9 aktiviert werden. Okay, 1. Ah, gut. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Gibt also 9 Waren wahrscheinlich. Ja, jetzt Weizen. Brot, Milch. Okay. Gut. Jetzt zeige
Jetzt zeigt sie zwar nicht viel an, weil die Produktion in der Stadt noch nicht begonnen hat, aber später wird sie nützlich sein. Eine detaillierte Beschreibung findest du im Leitfadenbereich. Okay, Leitfaden ist klar, hatten wir schon. Das ist für die Mission alles. Du hast sie super erledigt und kannst es mit dem Bau der Stadt loslegen. Okay. Diesmal wäre ich anscheinend ein bisschen auf mich alleine gestellt. Das ist ja nicht schlimm, würde ich sagen. Ich überlege gerade. Natürlich, eigentlich ist es total dumm, wie er mir das hier vorgeschlagen hat, wie ich das bauen soll. Weil wir mit unserem Bewässerungskanal jetzt ja nicht weiterkommen. Da das der einzigste Zugang ist zum Wasser. Dumm. Wir sollten daher 2, 3. Wie machen wir das am besten? Also auf jeden Fall, wenn wir, denke ich mal, mehr Nahrung brauchen, darum geht's ja. So. Also will ich diese ganze Sache schon mal in Angriff nehmen, bevor wir überhaupt anfangen, hier weiterzumachen. Kann ich? Das heißt nicht, dass ich. Oh Mann! Okay. Also wir können jetzt mal überall noch Bewässerungspumpen bauen, aber wir kommen ja nicht mehr heran. Das ist übel. Das ist wirklich übel. Okay, dann reisen wir das erstmal wieder ab. Und bauen hier wieder unsere Weizenfelder hin. Okay. Ja, weiß ich noch nicht, wie wir das am besten machen. Ja, mal sehen. Wir bauen das bei einer Stadt. Wir brauchen 16 mal gewöhnliches Haus. Ich würde wahrscheinlich auch so ungefähr bei 16 Häuser bleiben anfangs. Wir brauchen einen Weg. Wir könnten hier rumbauen. Also wenn wir hier 6, 8, sollen wir hier 10 nehmen? Dann hier lang. Sollen wir hier ins Freilassen? Macht 16. Ja, die ersten Siedler, schon klar, bla 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 bla. So, wir machen erstmal Sandwege. Bin mir nicht sicher, wie schwer das denn nachher wirklich ist. Okay. Soweit, so gut. Wir haben jetzt die ersten 16 Häuser gebaut. Können natürlich später hier noch so erweitern. So. Können wir auch gleich machen. Okay. Die brauchen ja jetzt logischerweise noch nichts. Wir haben gelernt, dass wir jetzt eine Bäckerei brauchen, oder besser gesagt zwei Bäckereien. Oh, ich bin so dumm. Junge, das ist ja peinlich. Wir reisen wieder zwei Häuser ab. Bauen erstmal zwei Bäckereien. So. Und jetzt muss er aber gucken, rein theoretisch, dass ich natürlich das Brot irgendwo einlagern kann. Das machen wir hier. Keramikwerkstatt. Armer Marktplatz. Brunnen. Ein armer Marktplatz. Würde ich sagen. So. Und
Dann stellen wir hier zwei neue Leute ein. Einer für Milch und einer für Brot. Und der kann... hier lang laufen. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Jetzt läuft es da nicht vorbei. Hier lang und dann hier lang. So. Genau. Also. So, so, so. Ja, passt. Und dann nehmen wir das natürlich hier den gleichen Weg. Was hat das jetzt so? Jetzt hat er den Weg weggenommen. War, why? Okay, nochmal. Er läuft dahin, 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 dahin. Ja, dann meinetwegen da ins Meer. Dann kann er zurücklaufen. So, und dann neu. Zwar von dem. Okay, jetzt funktioniert. Alles gut. So, jetzt ist aber wieder ein Knackpunkt und das habe ich immer noch nicht begriffen. Wir haben jetzt zwar Brot, aber wir haben keine Milch. Warum? Weil die Milch vom Prinzip her zu weit weg ist. Verstehe ich nicht. Muss da eine Möglichkeit... Ich könnte jetzt wahrscheinlich sagen, von da nach da dran... Aber die Lagerstätten haben doch keine einzelnen Leute. Das heißt, die einzelnen Lagerstätten wären doch nicht... Jetzt reicht das wieder nicht. Da muss der Markt hin. So. Junge, das sieht aus wie Kraut und Rüben hier. Wird wahnsinnig, wirklich. So. Leute einstellen. Einmal Brot. Einmal Milch. Brot. Kannst du nach da oder nach da laufen? Dennis hier würde sagen, du fängst hier an. Du gehst dahin. Gehst dahin. Es läuft da natürlich nicht schön gerade. Das geht mir schon wieder richtig auf den Keks. Geht ja nicht anders. Junge, Junge, Junge. Na gut. Das ist alles nicht ganz optimal. Dass das wieder Nähe macht. Können wir das nicht so machen, dass du nach da ist? Nach da ist. Da. Danach da und danach da. Danach da. Danach da. Jetzt ist er da wieder nicht. Eieiei. Das ist richtig gemeinete. Das ist wie das Haus vom Nikolaus. Ich sag es euch. Wenn ihr erst nach da. Und dann. Nach da. Aber wenn er jetzt nach da geht. Dann geht er jetzt dahin, danach geht er dahin, danach geht er dahin. Also so, Jo. Ist nicht schön, könnte aber klappen. So, jetzt macht der das auch. Ja, jetzt werden wir mal gucken. Da läuft schon ein Brot. Die haben Brot und Milch. Verarsch mich nicht. Da läuft, die läuft doch schon. Ihr müsst mal ein bisschen auf schnell stellen.
um zu gucken, was jetzt hier genau passiert. Und da das nicht mehr Milch wird, da drin. Warum? What is... What's your problem? Milch. Er hat die Route nicht angenommen, oder was? Jetzt. Jetzt müsste Milch kommen. Ja, jetzt wird Milch. Mm, geil. Bitte komm zurück. Willkommen zurück. Ja klar. Grüßt euch. So, jetzt lassen wir das mal kurz ein bisschen schneller laufen. Ne? Um erstmal hier ein bisschen ja, rundum zu sehen, weil wir sehen, die Häuser haben sich noch nicht alle entwickelt. Und genau das ist das Problem, was ich mir gedacht habe. Wir haben jetzt hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 Häuser. Leute verlassen die Stadt. Du warst nicht fähig, den Lebensstandard zu gewährleisten, an den die Leute sich gewohnt hatten. Es bleibt dir nichts anderes übrig als die Stadt. Ach. Verlasst uns nicht. Zeig mir wo. Lass mir doch die Chance. Mann. Die Frage ist ja. Hätte er gesagt, ne? Auch 10% Milch. Was ist denn das hier? Jährliche Schätzung. Jährliche Schätzung, okay. Wir brauchen mehr Milch und mehr Brot laut Schätzung, weil wir zu viele Häuser haben. Und da wir das aber laut Mission nicht hinkriegen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Wir brauchen ja für die Mission 16 Häuser. Dann machen wir das einfach so. Jetzt müssen wir nur den Weg neu gestalten. Also. Diesmal ist es relativ einfach. Läuft nach da und nach da. Und dann läuft es einfach hier runter. Nee. Dann läufst du an die Ecke und dann läufst du hier runter. Das haben wir alle. Okay. Und dann machst du dasselbe. Okay. Ja. So. So, meine Freunde, könnte das funktionieren. Da wir jetzt weniger Häuser haben, sollte der Jahresbedarf, genau, der sollte auch passen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, dann kümmern wir uns um das nächste, was wir brauchen. Die Leute wollen Wasser und die Leute wollen Keramik haben. Wasser, ich meine, es da stark davon aus, dass das durch einen Brunnen gemacht wird. Ja, wie ich sehe, haben wir keine Möglichkeit. Wir könnten hier zentralen Brunnen sitzen. Und die Sache ist die. Warte mal, warum geht das hier nicht? Okay, ein Brunnen geht nur auf nicht steinigem Terrain. Was braucht denn ein Brunnen? Okay. Also anscheinend hat der Brunnen keinerlei, was er braucht. Also der, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht muss der Brunnen mit, also, ist mir schon klar, was ein Brunnen ist. Aber hätte sein können, dass der Brunnen kein richtiger Brunnen ist, sondern eher was, wo die Leute sich Wasser holen können. Und man dementsprechend vielleicht erst Wasser hier von da dahin organisieren muss, aber das würde wahrscheinlich auch Rahmen des Spiels ein bisschen sprengen. So, dann bauen wir da auch noch einen Brunnen. Gut, und dann machen wir eine Route. Von da, nach da, nach da, nach da. Der kriegt natürlich eine andere Route. Der läuft einfach einmal so rum.
So. Wasser. Wasser müsste jetzt schon mal... Ja, Wasser ist erledigt. Trotzdem verstehe ich nicht, warum noch nicht alle Häuser entwickelt sind. Bin ich ehrlich. Weil Milch fehlt. Aber wir haben doch hier Milch. Milch ist auch hier noch drinne. Nur Brot fehlt momentan. Ich ruhe mich aus. Warum ruhst du dich aus, Kurte? 40 Leute gehen dafür drauf. 40. Verstehe ich nicht. Vor allem die Häuser entwickeln sich zurück. Die Häuser entwickeln sich zurück und hauen. Und die Leute hauen wieder ab. Jetzt habe ich hier Wasserläufer, die ich brauche, weil ich keine Stufe 2 Häuser mehr habe. Also erzähle mir, was ist das Problem? Wir haben ja 8 von 8 Milch und wahrscheinlich könnten wir auch noch viel, viel mehr einlagern. Machen wir mal 12. Ich bringe. Ich glaube, das Problem ist, dass die Bäckerei, dass der Weg so weit ist. Das heißt, ich würde noch jemanden einstellen, der bringt. Kann ich einstellen, was er bringt? Nee. Ich muss das infrastrukturtechnisch anders, irgendwie anders hinkriegen. Bin ich ehrlich. Nur wie? Wir könnten hier eine Lagerstätte bauen. Ist aber nur eine Bäckerei drin. Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Also bevor hier alle den Bach lang runter geht, ich sag wie es ist, wir reißen jetzt einfach mal 1, 2, 3, 5 Häuser ab. Bauen jetzt hier hin. 1, 2, 3, 4, 5. So, und jetzt bauen wir die Bäckereien direkt hier hin. Und hier wird jetzt bitte nur Brot eingelagert. Brot und meinetwegen ein bisschen Milch. Dass der Weg nicht so weit ist. Steht da. Und die Bäckereien, die werden jetzt entfernt. Und das Lager hinten wird auch entfernt. Ist es eh leer? Passt also. Jetzt lassen wir halt mal ein bisschen schneller laufen, bis wieder die Getreideernte kommt. Und dann sollte das eigentlich passen. Und dann brauchen wir den wahrscheinlich auch nicht. Die Häuser sind entwickelt. Wie sieht's aus? Wir haben keine Milch. Warum habt ihr schon wieder keine Milch, ey? Keine Arbeit und 10 Milch, okay. 10 Milch ist drin, also die müssen nur rumlaufen. Wie sieht denn eure Route generell aus? Da kriegt ihr aber nicht. Eure Route. Ihr fangt an. Ihr lauft hier hin. Nee, zurück. Ihr lauft hier hin. Und dann hier. Und dann hier. Und dann hier. Also. So. Aller Anfang ist schwer. Leute,
Verachtet mich nicht. So, natürlich ist das totaler Quatsch. Ich bin immer davon ausgegangen, hier zwei Brunnen zu haben. Kann ich euch auch sagen, warum ich zwei Brunnen hingestellt habe. Weil dieser Brunnen, wie ihr seht, hat ein gewisses Einzugsgebiet. Und ich habe gedacht, das Einzugsgebiet ist dafür irgendwie ausschlaggebend. Aber anscheinend ist es das nicht. Weil wir können ja unsere Route, die wir hier langlaufen, selbst festlegen. Filz an Milch. Warum bitte schon Filz an Milch? Hier ist alles voll. Also jetzt ehrlich. Versteht nicht. Weil sie vielleicht so viel Milch brauchen. Wir stellen mal noch den einen, den wir... Nee, weil er die Route nicht nimmt. Weil er die Route nicht nimmt. Aber er hat doch gesagt, wir müssen... Plus. Ah, wir müssen auf Plus klicken. Jesus. Leute, es tut mir leid. So blind. Und die Leute kommen. Natürlich kommen die Leute. Ach, Mann. Na gut. Gut. Dann sollte es jetzt laufen. Warum die nicht? Weil die gerade kein Brot haben. Aber eigentlich... Ihr verlasst uns nicht. Why? Ey, wir haben hier wirklich... Ey, das ist schon wieder genau wie früher. Ich weiß es. Das ist genau wie früher. Dieses Ökosystem in diesem Spiel ist... So... Seko, warum? Seht ihr? Wieder nicht beachtet. Der eine Bäcker, der arbeitet nicht, weil er ein Stückchen zu weit weg ist. Müssen wir hier hinstellen. Und jetzt wird wahrscheinlich auch alles gut mit dem zweiten Bäcker. Logisch. Da war natürlich so viel... Brot, dass uns das ganze, ja, wohl nicht geht. Weizen meinte ich, das ganze Lager verkackt ist, aber es geht. Okay, also es scheint so, als ob es sich in irgendeiner Art und Weise ein bisschen normalisiert hätte. Ich bin echt froh. Und Wasser haben sie auch. Wir kümmern uns jetzt. Wir stellen mal ein bisschen die Geschwindigkeit dauerhaft hoch. Ey, jetzt reicht's aber. Also noch mehr falsch gemacht habe ich nicht. Zeig mir wo. Jetzt. Und jetzt ist es wieder da. Also. Ich weiß nicht. Was ist hier? Abgase? Nee. Okay. Aber es scheint sich jetzt zu stabilisieren. Wie wir sehen. Es sieht auf jeden Fall hier noch Milch drin und Brot wird ja nach und nach jetzt gebacken. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt wird. Wir kümmern uns jetzt endlich um eine Keramikwerkstatt. So. Und dafür brauchen wir eine Lehmgrube. Eine Lehmgrube können wir anscheinend ja überall hinsetzen, so wie es ausschaut. Die Frage ist... Ich baue mal einfach, warte mal, wie groß ist denn eine Keramikwerkstatt? Die ist klein. Bauen wir hier eine Lehmgrube hin. So. Okay. Wie viel... Ey, das passt schon wieder nicht. Hier müssen wir es hinstellen. In der Lagerstätte, ja.
Also Einzugsbereich der Lagerstätten, die sind echt verdammt knapp berechnet. Also wirklich. Wirklich, Leute. Nein, hör doch, hör doch, hör doch, hör doch. Also, wir bauen jetzt hier so eine, ich würde sagen, zwei so eine Ticker-Dinger. Die Frage ist halt, wie viel Keramikwerkstätten ich brauche, um und wie viel Lehmgruben-Verhältnis. What is here? Das ist ein Problem. Routen haben sich verändert wegen Straßennetz. Ach komm schon, Alter. Dich doch nicht so. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Da muss man auch ganz genau drauf aufpassen. Ich merke das schon. Okay. Dann stellen wir jetzt jemanden ein, der hier bitte Tondinger umherbringt. Und zwar in derselben Route wie die anderen auch. Jetzt wissen wir, wie geht, ne? Klar. Können wir hier noch mehr als 5 Leute? Ne, können wir nicht. Müssen wir denn einen neuen Markt bauen. Und wir haben fette Häuser. Boah. Gewöhnliches Haus. Also ich hatte die Grafik, ehrlich gesagt, relativ schlecht. Also das ist jetzt nicht hier High-End-Grafik. Aber ey, es ist vollkommen ausreichend, ich sagte euch. Sieht gut aus, ist echt. Sieht gut aus. Und damit haben wir auch unser Ziel erfüllt. Geil. Gut. Jetzt muss man ganz ehrlich sagen. Achso, das können wir noch kurz checken. Geschafft, sehr schön. Wir machen mal kurz fortsetzen, weil ich möchte jetzt wirklich noch ganz kurz wissen. Also wir für 16 Häuser, naja, für 16 Häuser brauchen wir halt also ein Lehm pro Jahr. Verbrauch mit 2 Lehmwerkstätten haben wir 18, die wir herstellen. Und mit einer Lehmgrube stellen wir nur 9 her. Brauchen aber also pro Lehmgrube eine Lehmtöpferei. Also müsste man jetzt noch eine Lehmgrube hier dazu setzen. So. Damit ist es vollendet. Machen wir noch eine? Ne. 40 Minuten. Das reicht. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt gerne einen Kommentar unter das Video, wie es gefällt, ob ihr mehr davon sehen wollt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi.